vorne gibt es eine halbstündige Pause, wir werden aber zum Kraftraum was essen. In der Pause werden wir ein kleines Mini-Kinder-Turnier hier als Einlage spielen. Wir begrüßen mit einem Applaus den gastgebenden SV Wahlzeit 03, ganz links. Dann begrüßen wir den Ausverliehen Hertha BSC, den FC Karlsruher SC Jena, den ersten FC Union Berlin, aus Telto den RSV Eintracht Telto, aus Niedersachsen Adi-Reis Eintracht Braunschweig, dann Gäste aus Sachsen, der erste FC Lokomotive Leipzig. Und wen habe ich vergessen? Wer seid ihr? Völliges Durcheinander hier. Habe ich schon? Wer seid ihr? Der erste FC Frankfurt an der Oder. Wie wird gespielt? Also, wir haben uns darauf geeinigt, gespielt wird so, dass der Torwart im Spiel aktiv sein darf. Das heißt, er darf auch in der Linie. Tore können aber erst erzielt werden ab gegnerischer Hälfte, sprich ab Mittellinie sozusagen. Ja. Dann der Torwart darf den Ball beim Abstoß einrollen. Wenn er gefangen hat, kann er natürlich auch mit der Hand spielen, darf dabei aber nicht über die Mittellinie kommen. Das muss vorher ein Spieler berührt haben. Ja. Eingedribbelt, das wird auf beiden Seiten mit ausgespielt, ja. Heißt mindestens zwei Ballberührungen, also nicht einschießen. Ja. Sollte der Torwart unabsichtlich aus dem Strafraum, der die geschwächte Linie darstellt, rausrutschen mit dem Ball, gibt es einen Freistoß. Nimmt der Torwart absichtlich außerhalb der gestrichenen Linie, also seine Strafraumshand, bekommt er 2 Minuten und wird den Strafstoß per 9 Meter. Ja, war gut. Also Rückpass gegen den Bild, ja. Okay, ich glaube, da haben wir alles wesentlich geklärt. Wir wünschen uns natürlich viele Spiele, ich weiß, es geht um viel, trotzdem schon durch mich selber, aber auch mal den Gegner. Wir wollen ja viele Turnier spielen, möglichst ohne Verletzungen und ich denke, da können wir auch im Prinzip anfangen. Wir machen jetzt noch von jeder Mannschaft ein Foto, da steht der Fotograf, einmal Aufstellung geben, am besten da linke Hand. Und dann geht es gleich los, die erste Partie wird gespielt hier, der FC Karlsruher SC Jena trifft in der Gruppe A auf Eintracht Braunschweig, also erste Partie, danach anschließend 12 Minuten, 2 Minuten Pause, Hertha BSC gegen RSV Eintracht Telto. Ich hoffe, alle Trainer haben so einen Spielplan sich geholt, sieht so aus, ansonsten gibt es sie hier vorne. Thank you.
Minuten noch mal. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leipzig.
nächstes Spiel in einem Eintracht-Tempo gegen Qualis-Tennis Jena. Ja.
Thank you.
nächste Partie läuft für Bayern die Karlsruhe. Oh.
Und hier fällt der Weile das 1:2 für die Unterliegen durch die Nummer 5 Dennis Schumann. 1:2 liegt die Unterliegen in Führung. Thomas steigt von 20 an die Heilerin. Das ist ja wahrscheinlich nicht mal eher. Ja, tschüss! Ja. Wir sind gleich danach dran. Und dann ist noch ein Spiel. Jeder hat noch ein Spiel. Okay. Müssen wir bloß rechtzeitig hier nicht mal runterkommen? Mal gucken, ob wir da ankommen. Ja. Guck mal, da ist noch ein Spiel. Doch, da ist noch, da kommen wir durch. Da können wir, guck mal, ist auch Platz. Ja, da können wir da durch. Im Anschluss, Finalrunde der Endgegner-Podcast von Tuna im Anschluss. Und schon schön voll und schön laut bei den Turnier wieder. Ich hab dir ja erklärt, warum. Das ist halt groß. Das ist halt groß. Zehn.
Sekunden. Union Berlin klar vorne, die zum Ratsberger Schwanz kommen. Das wird schon
Im zweiten Halbfinale steht sich gleich gegenüber der erste FC Union Berlin und der Eintracht Braunschweig.
Thank you.
Ich habe nur Ball gespielt. Im Körper, ja. Will er uns hoch? Ja,
Thank you.
2010. Jetzt also das Finale im AOA 2015 für 10 Uhr in der FBS Arena in Potsdam. Thank you.
Ich
oder Einzelner. Schön. Noch 3 Minuten im Finale. Weiter 1-2 zwischen Union Berlin und Leipzig.
Dankeschön. Platz Nummer 6 belegt. Platz Nummer 6 belegt der Gastgeber, Markus McIlvray. Platz Nummer 6, Markus McIlvray. Dann kommen wir zu Platz 5. So, dann Platz 4, Anreise aus Niedersachsen, Eintracht Braunschweig. Dann kommen wir zu den Auszeichnungen der Spieler bzw. des besten Torwarts. Die Trainer haben gewählt und sie haben sich entschieden für den Torwart des bester Torschütze mit insgesamt 7 Treffern von Hertha BSC, Justin Bär. So, jetzt werde ich aber nochmal die Frage lüften, das Geheimnis. Kannst du nochmal sagen, wie du richtig heißt? Justin. Also, herzlichen Glückwunsch. Justin, 7 Tore. Besten Spielers dieses Turniers, AOK Cup 2015, ebenfalls von Hertha BSC Berlin, Kolbe, die Nummer 8. 4 Tore, 1 Assist, Worte aufgelegt. Herzlichen Glückwunsch, Kolbe, von Hertha BSC, bester Spieler bei unserem Turnier um den AOK Cup. Und damit kommen wir zu den Erstplatzierten. Wir fangen an mit Platz Nummer 3 aus der Hauptstadt. Hertha BSC Berlin, herzlichen Glückwunsch. Knapp geschlagen wurden die Halbfinale von dem Turniersieger. Wir kommen zum Zweitplatzierten. Super Turnier gespielt, beste Power gestellt. Vielen Dank an den ersten Sektion und Berlin. Und damit zum Turniersieger Premiere beim AOK Cup 2015. Ein Pokal und eine kleine Gratifikation für die Mannschaftskasse. Erster Platz, erster FC, noch mal die Gemeinde, Applaus. Vielen Dank an alle Aktiven, natürlich auch an die Trainer- und Betreuerteams, an die Schiedsrichter, denke ich, die sich nochmal einen fetten Applaus hier abholen können. Vielen Dank für die souveräne Schiedsrichterleistung bei AOK Cup. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Schönen Sonntag, gute Heimreise, fahrt vorsichtig, kommt gut durch die Nacht. In diesem Sinne, sportfrei.